Die Meisterschaft für den VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord ist so gut wie entschieden. Das kleine Nordderby zu gewinnen wiegt aber ungefähr genauso viel. Die U21 des HSV empfängt die Zweitvertretung von Werder Bremen. Für die Werderaner ist es heute Zeit, sich zu revanchieren, denn sie verloren das letzte Duell im März mit 2:1 im eigenen Stadion. Mit 2 Siegen im Gepäck über Kiel und Ottensen kommen die Grün-Weißen an die Wolfgang-Meyer-Sportanlage. Die Rothosen hingegen strauchelten in den letzten 2 Partien. Gegen Hannover gab es eine bittere 2:3 Heimniederlage und in Hildesheim kam man nicht über ein 2:2 hinaus. Rein geht es in die Partie an diesem Freitagnachmittag bei wunderschönem Frühlingswetter. Der HSV beginnt von rechts nach links. Und die Gastgeber erwischen auch direkt den besseren Start. Sommer nimmt hier mal Tempo auf. Kilo versucht es mit dem Chip. Werder erstmal mit der Kopfballabwehr. Hein setzt sich aber gut durch und legt auf für Omoe. Doch wir hören den Pfiff. Omoe einen Ticken im Abseits. Haltungstechnisch sah das jedoch 1A aus. Die Gäste brauchen ein bisschen, um ins zweite kleine Nordderby innerhalb eines Monats hineinzufinden. Das ist Van de Schepop, probiert es mit dem Schuss aufs kurze Eck, Oppermann jedoch blitzschnell unten. Die anschließende Ecke, scharf getreten, auf Schröder, doch wieder ist es Oppermann, der sich auszeichnen kann. Beweist hier mal wieder, wieso er letztes Jahr seinen ersten Profivertrag unterzeichnen durfte. Die U23 von Cheftrainer Fünfstück ist nun besser im Spiel. Kim hat hier mal ein bisschen Platz und versucht es mit dem Schlenzer. Da hat nicht viel gefehlt. Vom HSV kommt nach dem Abseitstor recht wenig. Wieder ist es Omoe. Der Abschluss birgt jedoch keine Gefahr für SV-Keeper Lord. Mehr gibt es dann auch nicht aus der ersten Halbzeit. 0:0 heißt der Pausenstand. Beide Teams stehen defensiv gut. Offensiv ist das kleine Nordderby aber bisher kein wirklicher Leckerbissen. Weitere historische Derbys aus ganz Deutschland gibt es auf unserem YouTube-Kanal KickTV. Also haut da ein Abo rein, aktiviert die Glocke und smash den Like-Button für mehr Derbys aus dem Amateurfußball. Auf geht es in die zweiten 45 Minuten und da zeigt sich auch direkt mal der Derby-Charakter in dieser Partie. Jakobsen senzt hier Hein um. Hat Glück, dass er ohne den gelben Karton davonkommt. Die Rothosen kommen besser aus der Kabine. Hein setzt sich gut durch und hat die Übersicht für Velasco am zweiten Pfosten. Das 1:0 für den HSV in der 53. Minute durch Robin Velasco. Leider können wir das Tor durch einen technischen Fehler nur aus dieser Perspektive zeigen. Was ist die Antwort der Werderaner auf den Rückstand? Die Ecke wird gewohnt getreten von Kim, bekommt das Spielgerät nochmal und serviert butterweich auf den Kopf von Tim van de Schepop. Das 1:1 keine 4 Minuten später durch den Niederländer. Großer reklamiert hier viel zu lange auf Abseits von Kim und er hat dadurch alle Zeit der Welt für die Flanke und van de Schepop lässt Oppermann mit seinem aufgesetzten Kopfball keine Chance. Die Gastgeber scheinen kaum geschockt vom Ausgleich. Fabisch hat hier viel Platz und probiert es dann mal aus der Distanz. Aber auch Bremen hat einen starken Rückhalt. Klasse Parade von Lord. Lange passiert dann nichts mehr. Kurz vor Schluss kommt der HSV nochmal über Fabisch und der sieht in der Mitte Sohn. Das gibt es nicht. Buchstäblich in der letzten Sekunde der Nachspielzeit macht der HSV hier das 2:1 und das ist am Ende nicht unverdient. Sohn hält hier einfach mal seine linke Klebe in die Flanke und erwischt Lord eiskalt im kurzen Eck. Das ist dann auch die letzte Szene in dieser Partie. Der HSV gewinnt auch das zweite kleine Nordderby. Wieder heißt es am Ende 2:1 für die Rothosen. Werder konnte das Momentum nach dem 1:1 nicht für sich nutzen und jetzt sind es 9 Punkte Rückstand auf Oldenburg und noch 3 Spiele zu gehen. Ich glaube nicht, dass sich das der VfB noch nehmen lässt. Der HSV klettert mit dem Derby-Sieg auf den 4. Tabellenplatz, überholt Kiel auf alle Fälle bis Sonntag und ist jetzt punktgleich mit Bremen. HSV-Coach Pit Reimers war nochmal am Mikrofon bei Leon Döpp.